Oh, das ist ein scheiß Boss oder irgend sowas. Oh, oh. Hoch. Oh, was ist denn das? Ey, ist der jetzt gerade gesprungen wie so ein Depp? Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part. Ich weiß gerade nicht, der wievielte das ist. Ich glaube schon irgendwie der 13. oder der 14. von Elex. Wir wieder am Start mit Duras, unserem guten alten... Was hat denn der auf dem Rücken? Hä? Hä? Oder sieht nur der Bogen so cool aus? Ah, der Bogen sieht nur so cool. Ey, ich will auch so einen Bogen. Naja, okay. Es regnet wie immer. Es regnet wirklich jedes Mal. Und das letzte Mal haben wir den Arsch aufgerissen bekommen, als wir uns in Richtung Norden begeben haben. Und wir haben gesehen, wir sind noch nicht maskulin genug, um uns auf diese Reise zu begeben. Das bedeutet im Klartext, meine Freunde, meine lieben Freunde, wir müssen mehr Erfahrung. Boah, richtig geil, wie die Sonne hier reinscheint. Mehr Erfahrung und mehr Skill haben, um uns auf diese Reise zu begeben. Deswegen reden wir nochmal mit diesem guten alten Freund, dem Ragnar, und gucken, ob wir dem irgendwie helfen können. Hallo. Unterstützung? Nee, bringt alles noch nichts. Wie viel Kontakt und bla bla bla. Ah, nee, das bringt ja nichts. Er sagt nur, dass wir noch nicht gut genug sind, um in. Um einen Rang aufzusteigen bei ihm. Genau, das wollte ich sagen. Das heißt, wir legen uns mal kurz aufs Ohr, weil der Regen, der stört schon ein bisschen. Und wir suchen uns dann eine geeignete. Meinst du, den stört das, wenn wir uns da einfach reinlegen? Nö, gell? Bis zum nächsten Abend, bis zur nächsten Mittagsstunde schlafen. Und wir suchen uns eine geeignete Person, mit der wir quatschen können, beziehungsweise die unsere Hilfe gebrauchen kann. Damit wir hier ein bisschen im Ruf aufsteigen. Die Frage ist nur, was wir denn noch machen können. Sag mal, können wir den Duras vielleicht noch was fragen? Wie sieht's aus mit deiner Kampfkraft? Habt ihr öfters Klerikern, Edan? Ich brauche dich nicht mehr. Ach, Quatsch, nee, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Hier haben wir einen Heiler. Hier haben wir halt diese Clanhütte von dem Typen. Hier haben wir eine Setzerin. Ich glaube, die Setzer, das ist ja hier so ein bisschen die Rangfolge, ne? Die Setzer sind ja so die Bambinos für alles, beziehungsweise die Lehrlinge, die Auszubildenden. Was können wir noch machen? Ich weiß es halt wirklich langsam nicht mehr, wen wir hier noch fragen können. Wen können wir noch damit rechnen? Sag mal hier. So kann das doch nicht weitergehen. Heiler? Hier haben wir einer. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Das ist eine Heilerin. Du bist allerdings zu früh dran. Ich muss erst meinen zubereiten. Bietest du jemandem deine Hilfe an? Bietest du jedem deine Hilfe an? Ah, jeden, Entschuldigung. Ja, es ist einfach meine Bestimmung, andere zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Also ich weiß, was die mit Heilkunst meint, ne? Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Ja, ich habe auch schon so meine seelischen Schäden von der Reise in den Norden von vorhin. Ja, kannst du bla bla bla. Was hast du denn alles so gehört? Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Okay. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Hm, du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Kannst du meine Wunden heilen? Nö, machen wir das zweite. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Nein. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Kannst du meine Wunden heilen? Kannst du meine Wunden heilen? Du?
Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Gut erkannt. Hier hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Kleinen Heiltrank, super. In der Wildnis ist das gefährlich. Ich könnte mehr davon gebrauchen. Ah, geht nicht mehr. Hab nichts auf Überreden geskillt. Nun denn, Dankeschön. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Gut. Die will unsere Hilfe. Die will unsere Hilfe nicht. Mann. Ach, einfach nochmal eine Nacht drüber. Sehen wir die jetzt auf der Karte eigentlich? Nee, da ist einfach Duras. Hä? Wieso müssen wir denn mit dem reden hier? Weiß ich gar nicht mehr. Komm, wir gehen mal dahin. Hä? Schauen wir doch mal. Warum mussten wir denn nochmal mit dem reden? Will er noch irgendwelche Aufgaben von uns? Oder hat er noch irgendwas? Lass deine Technik lieber stecken. Das sonst ist, passiert noch jemandem sag mal etwas. Her. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ornir? Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Der Outlaw ist Geschichte. Der Outlaw ist Geschichte. Ah, der Auftraggeber ist das. Du hast ihn also getötet? Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich hatte schon Bedenken, dass... Naja, wie dem auch sei. Stimmt ja. Hier hast du etwas von meinem Ersparten. Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Stimmt ja. Das letzte Mal hatte ich wohl vergessen zu sagen. Es ist schon wieder 3 Tage später. Das letzte Mal... So, geklaut. Das letzte Mal ist mir ja die Aufnahme abgebrochen. Genau, aber man hat nicht mehr viel verpasst. Wir haben beziehungsweise alles nachgeholt, was wir jetzt hier... Komm ich wieder hoch. So, was wir jetzt hier gesehen haben. Was haben wir noch hier? Elixir. Ich rede jetzt trotzdem nochmal mit dem Ragnar. Vielleicht reicht das ja, dass wir dem jetzt geholfen haben. Und genau. Meinst du wirklich? Ja, ich meine wirklich. Was ist das? Ich rede jetzt wirklich nochmal mit dem Ragnar und mal gucken, ob wir jetzt in einem besseren Licht bei dem stehen. Du. Ragnar, ich komme. Aus dem Weg, ihr Bastarde. Ich hab ne Sonderaudienz beim Ragnar. Sind hier auch noch ein paar? Leitgarde. Oh, mit der könnten wir danach auch nochmal reden. Welche neue? Wie kriege ich diese Rüstung? Was meine Unterstützung angeht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Ah, sehr schön. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Egal. Hast du auf ganzer Linie versagt. Ja, komm, das kann passieren. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Was? Sie können es zwar nicht beweisen. Was? Aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Ach, komm jetzt. Streng dich an. Jetzt hätte ich das scheiß Schwert nicht klauen sollen, oder was? Also, hier, rede ich Hallo. Mit dir. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Ruhig. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Ist das alles? Ist das alles? Für Fremde ist das schon allerhand. Missbrauche unsere Gastfreundschaft also nicht. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Seit wann gehörst du zu den Berserkern an? Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Wenn du das sagst? Wenn du das sagst? Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel.
Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Oh ja, ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Oh, du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Jupp. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Ich gebe einen Dreck auf das Gesetz. Das machen wir nicht. Also gibt es Ärger. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werk Ayura gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Die Waffen habe ich doch. Nichts mehr. Die Waffen sind in den Händen eines anderen. Und einem Blick entnehme ich, dass dir dieser unglückliche Umstand zuzurechnen ist. Nein, komm. Ich kann nicht sagen, dass mich das zufriedenstellt. Aber ändern kann ich es jetzt auch nicht mehr. Nein. Oh, nee. Ja, super. Wie hältst du es mit Ragnar aus? Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Okay, toll. Großartig. Jetzt geht sie natürlich gerade mal petzen. Toll. Oh. Mann. Wir hätten jetzt echt hier ein bisschen besseren Ruf bekommen können. Oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ey, Leute, langsam komme ich. Langsam habe ich hier keine Chance mehr, mich irgendwie zu beweisen oder so. Ich habe mir am Anfang einfach zu viel Scheiße erlaubt. Du hast vielleicht ein Benehmen. Ich gehe. Oh, nee, wie ärgerlich. Da hätte ich jetzt echt guten Ruf holen können. Scheiße. Halt die Fresse, Mann, du Scheißratte. Ja. Ey, willst du mich verarschen? Hey! Tausendmal daneben geschossen. So, hier. Meisterschütze. Scheiße. Ich hätte echt gute Chancen gehabt, mich da zu beweisen. Ja, was machen wir jetzt? Ich kann ja nicht wieder raus in die Wildnis. Das da hat. Zeig doch mal her. Da habe ich ja überhaupt gar keine Chance zu überleben. Hier sind noch so Städte. Ich weiß halt nicht, ob die bewohnt sind. Ach, wisst ihr was? Ich mache mich jetzt mal auf den Weg dahin. Ich habe echt das Gefühl, ich habe es mir hier voll versaut hier drinnen. In Goliath. Was den Ruf betrifft. Ein paar Sachen konnte ich zwar gut machen. Aber dadurch, dass ich dem einen das vergammelte Brot gegeben habe und dass ich die Klerikerwaffen einfach an den Falschen weitergegeben habe. Und vor allem. Oh, der ist aber auch so dumm und sagt einfach, das hat sich wohl erledigt. Mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt fehlt es nur noch, dass wir irgendwo verrecken wieder. Dann ist alles vorbei. So. Ich hoffe, hier sind Feinde in der Nähe. Ja, der. Ach, scheißegal. Der ist nicht mehr so stark. Ja, der ist schon noch stark. Boah, das war schon wieder so knapp gewesen. Mein Gott. Ich wette, ich wäre gerade tot gewesen, wenn der mich angegriffen hätte. Trotz Rüstung. Wir haben es aber auch total versaut jetzt. Total versaut.
Komm schon, Bandit. Duras, hilf mir. Hoch! Yes. 150 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. 2 Eisenherz, gut erhaltene Konservendose und 45 Elixit. Und den konnte er noch nicht ausnehmen anscheinend. Gut. Nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall stärker werden. Wir haben nur noch 27. Na, ich habe Pfeile kaufen sollen, nicht Depp. Wir sind schon wieder irgendwo Feinde. Wir hätten auf jeden Fall Pfeile kaufen sollen. Das sieht mir sehr, sehr unchillbar aus hier. Wir umgehen lieber das Gebäude hier. So, scheiß Huhn da. Das Vieh mache ich platt. Ja, komm, schieß. Ich sehe jetzt schon, es gehen die Pfeile aus, bevor wir überhaupt da sind. Du, 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 du. Wir müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Oh, das ist ein scheiß Boss oder irgend sowas. Oh, 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 was ist denn das? Ey, ist der jetzt gerade gesprungen wie so ein Depp? Ey, will der mich verarschen? Tja! Oh, oh. Der ist zu stark. Der ist zu stark. Ich hau ab. Ich hau ab. Der ist eindeutig zu stark. Ich muss hier weg. Das ist anscheinend einer von diesen komischen Mutanten-Dingern. Yep. Hä? Wir sind vergiftet. Duras schließt sich dir an. Ja, besser für den. Sonst kann er allein gegen diesen Mutanten kämpfen. So. So. Ist das noch weit? Nee. Querfeld ein. Was ist das? Ja, voll. Aber hier waren wir schon mal, oder? Die Frage ist, sind da überhaupt Menschen? Du, 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 du. Sicher noch so eine vollkommen verseuchte Stadt, alles mit Mutanten. Ja, komm schon, der hängt fest. Super. Gut, ist das schon das, wo wir hin wollten? Nee, ich glaube, das ist es noch gar nicht, gell? Nee, nee, das ist das noch nicht. Okay, Leute, wir sind aber auch schon fast am Ende angekommen. Ich mache die Parts jetzt ein bisschen kürzer. Dafür lade ich einfach ein klein wenig mehr hoch. Halt, den erledigen wir noch. Das Vieh mache ich platt! Oh, geil, die hängen alle fest hier. Und keine Pfeile mehr. Na klasse. Er bleibt wieder nicht stehen. Naja, okay, wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder irgend sowas. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die One-Check, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.